Da steht, dass alles für den Unternehmer und sein Umfeld, der Unternehmer an sich als Person, das Berufliche, das heißt die Firma, aber natürlich auch sein privates Umfeld, das ja schwer zu trennen ist bei einem Unternehmer. Das Wirt steht für Risiko, in dem Sinne, weil das Wort Wirt hat einen Bezug zur Zukunft und die Zukunft wieder hat einen sehr starken Bezug zum Thema Risiko. Das werden wir später noch näher darauf eingehen. Und das Wort Gut steht an und für sich für die positive Seite vom Risiko, nämlich die Chancen, die hinter dem Risiko verbunden sind. Auch das ist schon angesprochen worden in unseren Keynotes, die Chancen, die es gilt zu nutzen. Ja? Aber bevor wir noch ins Thema einsteigen, möchte ich Sie alle recht herzlich begrüßen. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Damit Sie auch wissen, mit wem Sie es zu tun haben, auch ein paar Worte zu meiner Person. Wer bin ich? Was mache ich? Mein Name ist Horst Hochstöger. Ich bin Beratungsunternehmer und Inhaber der Firma Value Tuning Business Partners und konzentriere mich auf das Thema unternehmerisches Risiko bei kleinen und mittleren Betrieben. Das mache ich mit einem Background aus 26 Jahre Konzernerfahrung. Ich habe es mehr oder weniger alle Unternehmensfunktionen praktisch durchgemacht, habe da aber immer wieder gemerkt, es gibt da Lücken, nämlich Ausbildungslücken. Die Theorie hinter der Praxis fehlt mir und habe regelmäßig auch Weiterbildungen betrieben. Das hat mit der Matura angefangen in der Rosensteingasse, die Chemieingenieur nachgemacht. Dann habe ich die Unternehmensführung studiert und zu guter Letzt, dass ich dann auch größere Teams zu führen hatte, habe ich gemerkt, mir fehlt der psychologische Background, also habe ich auch Arbeits- und Organisationspsychologie studiert. Und das ist irgendwo so der Grund, warum ich diese KMUs mir in den Fokus gestellt habe, weil da geht es sehr stark um die Verknüpfung dieser Funktionen. Aber das ist schon genug zu meiner Person. Unternehmer, Risiko, Chance. Im Prinzip ist das Thema meines Vortrages. Und es war von Anfang an für mich ein Puzzlespiel. Es war mir überhaupt nicht klar, um was es da geht. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie es bei mir selber war. Nach 26 Jahren Konzern habe ich gekündigt, relativ gutes Einkommen mit dem Ziel, mich selbstständig zu machen. Das war schon immer mein Lebenstraum. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Kinder sind jetzt alt genug, rundherum ist alles soweit gesettelt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz, mit einem Jahresgehalt am Puffer, der erste Monat, wo kein Geld reinkommt, da hat man Bauchweh. Und das habe ich ziemlich hautnah erleben können, weil wenn man sich selbstständig macht, der Umsatz kommt ja nicht gleich, aber die Kosten, die sind gleich da. Das heißt, man gibt einmal sehr viel Geld aus, ohne dass was reinkommt. Und das ist für mich, wo ich unternehmerisches Risiko für mich eigentlich hautnah erlebt habe. Ja? Im Konzern selber ist es ja so, dass man das unternehmerische Risiko in der Form gar nicht so unmittelbar wahrnimmt. Ja? Darum habe ich mich gefragt, wie sehen eigentlich die KMUs, die kleinen und mittleren Unternehmen das? Wie sieht der Unternehmer das unternehmerische Risiko? Wie geht er damit um? Habe ich nicht gewusst. Und da war mir klar, es muss eine Studie her, ich muss mir das im Detail anschauen. Wie sehen unsere Unternehmer unternehmerisches Risiko? Wie gehen sie damit um? Das war im Prinzip der Start für diese Studie. Und die Studie ist im Prinzip, was ich Ihnen hier heute präsentieren möchte, ein kurzer Abriss von was ist da rausgekommen. Wie sehen unsere Unternehmer unternehmerisches Risiko? Und weil ich alleine bin und das Ganze auch erheben muss, habe ich mich auf Ostösterreich konzentriert. Das heißt, auch regional habe ich abgegrenzt auf den Raum Wien, Niederösterreich und Burgenland. So, wenn Sie jetzt auf die Folie schauen, sind doch einige Begriffe drauf, die nicht ganz so klar sind. Wenn man sich überlegt, was ist eigentlich ein Unternehmer? Was ist eigentlich Risiko? Was ist eigentlich ein KMU? Wie grenzt man das ab? Wenn ich eine Studie mache, muss ich das vorher klären, damit ich überhaupt weiß, über was ich rede. Das Einzige, was da klar ist, ist Ostösterreich,
Weil das ist relativ gut abgegrenzt, da gibt es Grenzen, Wien, das Burgenland ist kein Problem, weiß man. Ja? Nur ist es halt relativ flach in Ostösterreich. Und weil das Ganze alles so unklar war für mich, ist da ein Bild in mir hochgekommen, als passionierter Motorradfahrer, weiß nicht, kennt das jemand? Die drei Zinnen in den Dolomiten. Ja? Das ist ein relativ klares Bild, wenn man das sieht von der Ferne, diese drei Säulen. Ja, ganz klar, so wie die Begriffe, die Sie vorher auf der Folie gesehen haben, nur wenn man näher hingeht, dann sieht man, wie zerklüftet eigentlich diese Felsen sind und wie unübersichtlich das Ganze ist. Und so ist es mir mit den Begriffen Unternehmer, Risiko und KMU auch gegangen. Das sind die drei Säulen der Studie, an denen man gedacht, ich muss das näher umreißen, ich muss das klar machen. Ja. Der nächste Schritt war damit klar. Raus mit den Büchern, rein in die Literaturstudie. Also was ist ein Unternehmer eigentlich? Da darf ich Ihnen das kurz präsentieren. Ein Unternehmer ist jemand, der sich in einer Welt der Unsicherheit wohlfühlt, Risiken erkennt und Chancen nützt. Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht, das hat unser Kollege Leitl am Aschermittwoch vom Wirtschaftsbund hat er dieses Statement gebracht und es fasst im Prinzip zusammen, was ich herausgefunden habe in 3 Monaten Literaturstudie. Das schüttelt er so aus dem Ärmel. Super. Manchmal im unternehmerischen Alltag fühlt man sich dann vielleicht so, aber so hat er es wahrscheinlich nicht verstanden, der Herr Leitl. Es zeigt aber trotzdem, wie aktuell dieses Thema unternehmerisches Risiko ist. Weil manchmal fühlt man sich ein bisschen in die Enge getrieben als Unternehmer. Manchmal sind nämlich die Aussichten auch recht unklar. Wo geht es überhaupt hin? Gut, der Begriff Unternehmer wäre somit ein bisschen umrissen. Jeder weiß ungefähr, um was es geht mit diesem Statement von Herrn Leitl. Was ist Risiko? Da habe ich ein Bild von mir gehabt. Und zwar war das ein Hängebrücke irgendwo im Amazonas-Dschungel. Ich stehe vor der Hängebrücke. Wie schaut das aus? Das Glande ist ein bisschen rostig. Die Breteln. Naja. Was ist vorne? Man sieht nach vorne, man sieht nach links und rechts. Das ist eine ziemlich trübe Sicht. Nach unten sieht man sowieso nichts, weil da geht es ziemlich weit runter. Das heißt, man weiß eigentlich nicht, was da los ist. Das Ganze würde ich ziemlich unsicher, eine ziemlich unsichere Situation beschreiben. Und ja. Aber eins ist klar, wir wollen darüber. Das heißt, wir haben ein Ziel. Und wenn man zum Begriff Risiko kommt, stoßt man relativ schnell über die Definition, dass Risiko die negativen Auswirkungen von Unsicherheiten auf unsere Ziele sind. So eine relativ knackige Beschreibung von dem Thema Risiko, mit dem man schon relativ viel anfangen kann. Die Frage ist jetzt nur, wie erschließt man diese Thematik? Wie mache ich das jetzt greifbarer, sodass ich da wirklich eine Studie aufsetzen kann im Sinne von Fragen, die jemand versteht und die dann auch was aussagen? Und da Sie wissen, dass ich einen technischen, einen betriebswirtschaftlichen, einen psychologischen Hintergrund habe, habe ich 2 Zugänge gewählt. Ich habe es einerseits genannt, den technischen Zugang, den psychologischen Zugang zum Thema Risiko. Wobei der technische Zugang, wenn man sich damit beschäftigt, kommt man relativ schnell zu den Normenwerken ISO 31000 und ONR 49000. Beide ja sehr stark getrieben auch von österreichischen Institutionen. Und es geht dabei um Schlagworte wie Prozesse, das heißt, wie machen wir was? Es geht um Wahrscheinlichkeiten, es geht darum, Risiko zu objektivieren, Wahrscheinlichkeiten und Auswirkungen miteinander zu multiplizieren und daraus einen Risikofaktor zu berechnen, ist nichts anderes wie der Versuch, Risiko zu objektivieren. Und es geht um Verantwortung. Wer ist eigentlich verantwortlich für was im Unternehmen, um Risikomanagement sicherzustellen? Das ist eher der technische Zugang. Beim psychologischen Zugang wird es ein bisschen spannender. Da geht es nämlich um den Menschen und es geht um Schlagworte wie Risikowahrnehmung. Wie nehme ich als Mensch Risiko wahr?
Risikoeinstellung, welche Einstellungen habe ich als Mensch zum Thema Risiko und wie verhalte ich mich in risikobehafteten Situationen? Das ist ja auch durchaus relevant für den Unternehmer an sich. So viel zum Thema Risikodefinition. Ich glaube, das ist soweit klar. Jetzt haben wir den Unternehmer und das Risiko definiert, jetzt die KMUs. Darf ich vielleicht auch eine Lanze brechen? Die kleinen, nämlich die kleinen und mittleren Unternehmen. Frau Präsidentin, Sie haben vor kurzem erst mit der Studie Lobbying in Österreich zu tun gehabt und da ist auch herausgekommen, dass die kleinen und mittleren Unternehmen eigentlich keine Stimme in Österreich haben oder eine zu schwache Stimme. Ich möchte hier dazu beitragen, dass die Stimme ein bisschen lauter wird. Es geht um kleinere und mittlere Unternehmen, weil über die großen Konzerne reden wir eh viel. Wie jeder sagt, das sind die Zugpferde der Wirtschaft, die sind natürlich im Thema. Die kleinen, die ganz kleinen, die EPUs, sind auch eigentlich auch relativ oft Thema, weil es sehr viele sind. Das ist fast die Hälfte unserer Betriebe in Österreich mittlerweile. Aber wer spricht über die Unternehmen in der Mitte, nämlich die mit Mitarbeitern von 10 bis 250 Mitarbeitern, ein Umsatz von 1 bis 30 Millionen Euro und das ist natürlich wieder in Wien, Niederösterreich und Burgenland, weil das ist das Kerngebiet. Das heißt, das ist eine ganz klare Abgrenzung von kleinen und mittleren Unternehmen, die ich für diese Studie gewählt habe. Und im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, auch aus den Antworten, dass in erster Linie die Branchen Gewerbehandlung und Industrie, das erinnert mich auch wieder sehr stark ans Gewerbehaus und an den Gewerbeverein, dass das im Mittelpunkt dieser Studie gestanden hat. Also damit sind im Prinzip alle Worte auf dieser Folie, die vorher ein bisschen, sagen wir mal, vage waren, beschrieben. Okay? Jetzt wird es spannend. Jetzt kommen wir nämlich zu dem, was sagen unsere Unternehmer. Das ist die nächste Frage. Was sagen zu unseren Unternehmern? Das war der Inhalt der Studie. Was sagen unsere Unternehmer zum Thema unternehmerisches Risiko? Und ist dieses Risiko, ist diese Unsicherheit, die wir draußen am Markt verspüren, führt die dazu, dass Unternehmensführung wirklich ein Glücksspiel ist? Das ist die Frage, die zentrale Frage der Studie, um die es da geht. Und ich möchte jetzt durch die Ergebnisse der Studie führen und ja, schauen wir, wie die Fragen beantwortet werden. Gut. Europa am Rand des Selbstmords. Die Eurozone konnte auseinanderbrechen. Das sind schon heftige Sätze. Kein geringerer als der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz hat die vor rund einem Jahr gesagt. Jetzt ist die Frage, hat der Joseph Stiglitz, hat der Recht oder hat der Unrecht? Und wer weiß das, ob der Recht oder Unrecht hat? Wer hat diese Kristallkugel, in die wir da reinschauen? Diese Ungewissheit. Mit dem Thema Ungewissheit hat sich ein gewisser Frank Knight, das war Anfang des letzten Jahrhunderts, hat sich da ziemlich intensiv auseinandergesetzt, ein amerikanischer Nationalökonom. Und der hat grundsätzlich einmal unterschieden zwischen Unsicherheit und Ungewissheit. Unsicherheit ist alles, was objektivierbar ist. Ich erinnere Sie an den technischen Zugang zum Thema Risiko. Alles, was über Wahrscheinlichkeiten messbar machen kann. Und er hat aber auch von Ungewissheit gesprochen. Das sind Dinge, die einfach passieren, die sehr schwer hervorsagbar sind. Tsunamis. Ich meine, natürlich kann man auch die objektivieren, aber im Prinzip passieren die Dinge. Ja? Und er bricht hier auch eine Lanze für den Unternehmer, weil er sieht den Unternehmern aus den Spezialisten für die Übernahme von Risiken und das Handeln im Ungewissen. Da kommen wir wieder zurück, was der Herr Leitl gesagt hat, das ist sehr ähnlich. Nicht? Der Unternehmer als Spezialist für die Übernahme von Risiken und das Handeln im Ungewissen. Und er hat klar unterschieden, wo kommt das Risiko eigentlich her? Und hat er unterschieden zwischen externen Faktoren, das sind Faktoren, die aus dem Markt herauskommen, das heißt, die Kundenbedürfnisse steuern diese externen Faktoren. Auf der anderen Seite hat er die internen Faktoren gesehen, die auch aus dem Unternehmen selbst herauskommen.
dient den Faktoren, die den Produktionsablauf mehr oder weniger charakterisieren, die Mitarbeiter, die Prozesse im Unternehmen und so weiter. Das heißt, er hat vor eigentlich 100 Jahren da schon relativ weit gedacht. Ja. Andererseits sieht er wieder aus diesen internen und externen Risikofaktoren die Quelle für den Gewinn. Es gibt keinen Gewinn ohne Risiko. Jeder Banker wird das verstehen, die risikobehaftetsten Instrumente sind die, wo man am meisten verdienen kann. Das heißt, Risiko ist gleich Gewinn. Und er sieht das eigentlich ganz spitz, indem er sagt, Profit ist eine Konsequenz des Irrtums. Nur der, der die Unsicherheit und die Ungewissheit in der Zukunft richtig einschätzt, wird Profit machen. Der, der sich irrt, nicht. Und damit kehrt er auch die Bedeutung der Planung, nämlich das Objektivieren, das Vorausschauen von Risiken hervor. Jetzt aber genug Theorie, sonst wird es ein bisschen fad. Was sagen unsere KMUs dazu? Internetbubble, Finanzkrise, Eurokrise, da waren schon einige Turbulenzen in Österreich. Wie geht es unseren Unternehmern damit? 12 konkrete Fragen sind aus Experteninterviews rausgekommen und aus der Literaturstudie, die das Thema Unsicherheit, was ein zentraler Begriff beim Risiko ist, beschreiben sollen. Diese 12 Fragen wurden den Unternehmern gestellt und aus den Antworten wurden ganz interessante Findings herausgezogen. Erstens wurden diese 12 Fragen faktanalytisch zu 3 Faktoren verdichtet. Das waren die externen, internen, Überraschung, auch schon vor 100 Jahren bekannt, Faktoren. Und einer ist noch dazugekommen, nämlich kundenbezogene Faktoren. Alles, was mit dem Kunden zu tun hat. Also diese 3 Faktoren wurden aus den 12 Fragen herauskristallisiert als die Quellen für Ungewissheit, die die Unternehmer sehen im täglichen Leben. Ja. Jetzt sagen die Unternehmer, 30% der Unternehmer sehen eigentlich sehr große Unsicherheiten aus den externen Faktoren. Das sind zum Beispiel der Arbeitsmarkt, das ist die allgemeine wirtschaftliche Situation und dergleichen. Nur 30%, das heißt 70% können eigentlich relativ gut mit den Wirren, die da von außen auf sie zukommen, leben. Das ist schon eine interessante Aussage, finde ich. Auf der anderen Seite gibt es 45% der Unternehmer, und das ist mindestens schon die Hälfte, fast die Hälfte, die unter den internen Faktoren, Unsicherheitsfaktoren leiden. Das heißt, die Faktoren, die ja eigentlich unter ihrer Kontrolle stehen, dort sehen sie die größeren Unsicherheiten wie bei den externen Faktoren. War ganz interessant, hätte ich mir so nicht erwartet. Und ungefähr dieselbe Anzahl an Unternehmen sieht auch Unsicherheiten aus den Kundenbedürfnissen heraus, von der Kundenseite. So sehen die Unternehmer diese Ungewissheit auf sich zukommen. Das heißt, externe Faktoren sind weniger Thema, interne Faktoren, aber Kundenanforderungen sind sehr wohl ein Thema, in Bezug auf die Ungewissheit, die auf die Unternehmer zukommt. Dann stellt sich jetzt die Frage, Ungewissheit war der eine Faktor beim Thema Risiko, die Ziele. Wie zufrieden sind unsere Unternehmer mit der Zielerreichung? Da sind 7 Ziele an den Start gegangen. Ich habe die Unternehmer 7 Ziele gefragt und sie gebeten, ihre Zufriedenheit mit der Zielerreichung abzuschätzen. Und ich darf Ihnen die Ziele kurz vorstellen. Am ersten Platz alle Ziele in Bezug auf die Mitarbeiter, das heißt Zufriedenheit und dergleichen. Unabhängigkeit, finanzielle Unabhängigkeit, Unabhängigkeit des Unternehmers generell und Gesundheit, persönliche Gesundheit des Unternehmers, Platz 1. Dann habe ich gefragt nach der Arbeitszeit, und zwar ist das die persönliche Arbeitszeit des Unternehmers. Wie viel Zeit steckt er selbst in seine Firma rein? Dann habe ich gefragt nach Umsatz und Gewinn, das heißt finanzielle Ziele. Wie zufrieden sind Sie mit der Zielerreichung? Platz 2. Und heute schon mehrmals angesprochen, die Themen Innovation und Wachstum auf Platz 3. Wichtige Themen, nur auf Platz 3. Konkret, wie sind Sie zufrieden? Ungefähr 70% der Unternehmer sind zufrieden mit den Zielen Mitarbeiterunabhängigkeit und Gesundheit. Was ja nicht so schlecht ist.
Arbeitszeit, Umsatz und Gewinn sind schon immer 50% der Unternehmer zufrieden. Das heißt, 50%, der andere Teil, ist nicht ganz so zufrieden mit dem, was er verdient, beziehungsweise mit der Zeit, die in die Firma investiert wird. Und wenn es geht um Innovation und Wachstum, schon heute, mehrmals angesprochene Punkte, dann zeigt sich, dass nur mehr 40% der Unternehmer damit zufrieden sind, mit ihren eigenen Innovations- und Wachstumsziele. Und wenn man das zusammenfasst, wir haben vorher gesagt, Unsicherheit plus Ziele ist gleich Risiko, dann kann man sagen, dass die internen Faktoren, internen Ungewissheitsfaktoren und die Kundenungewissheitsfaktoren, die werden relativ hoch empfunden von den Unternehmern. Auf der anderen Seite Arbeitszeit, Gewinn, Umsatzziele, finanzielle Ziele und Innovation und Wachstum hält sich die Zufriedenheit in Grenzen. Ich glaube, da kann man schon ableiten, dass unsere Unternehmer ein ziemliches Risikopotenzial verspüren. Gut. Lassen wir das einmal so stehen. Da kommen wir nachher noch einmal dazu. Sie erinnern sich, ich habe gesprochen über den technischen und psychologischen Zugang. Kommen wir zum psychologischen Zugang. Jetzt geht es darum, wie der Unternehmer als Mensch mit dem Thema Risiko umgeht. Es geht um die Wahrnehmung, Einstellung und Verhalten. Also ich habe das Foto genial gefunden, wie die Damen da ihre Mittagspause verbringen. Irgendwo, ganz oben, erkennt man das, auf einem Wolkenkratzer, auf einer Traverse, die schminken sie, die lesen Zeitung. Also die haben definitiv einen komplett anderen Zugang zum Thema, eine komplett andere Einstellung zum Thema Risiko, wie es ich habe. Und wahrscheinlich auch, wie es alle unsere Unternehmer haben. Aber schauen wir uns das einmal an. Im Prinzip waren es drei Fragen, die die Einstellung der Unternehmer zum Thema Risiko hinterfragen sollten. Es ist gegangen um riskante Entscheidungen, waren die früher immer richtig? Es zeigt sich nämlich, dass wenn man aus der Erfahrung heraus sehr oft richtige Entscheidungen trifft, dass man eine andere Einstellung zu Risiko bekommt, wie wenn man selbst sehr oft Entscheidungen trifft, die falsch waren. Fühlt man sich von dem Risiko unter Druck gesetzt? Und dann eine ziemlich direkte Frage, bin ich ein eher vorsichtiger Mensch? Und die Ergebnisse aus diesen Fragen sind, dass 80% der Unternehmer eigentlich mit ihren Entscheidungen recht zufrieden sind, 65% fühlen sich unter Druck gesetzt, fühlen sich nie unter Druck gesetzt, Entschuldigung, das heißt immerhin 35% fühlen sich unter Druck gesetzt, und 80% bezeichnen sich als vorsichtiger Mensch. Ich glaube, man kann dieses Szenario, dieses Ergebnis ganz ruhig, also man kann ruhig sagen, dass unsere Unternehmer in Bezug auf die Risikoeinstellung sehr vorsichtig sind. Kommen wir zur Risikowahrnehmung. Vorbildlich, die zwei, finde ich. Wie nehmen die das Risiko wahr, das da auf sie zukommt? Sie schauen, kommt der Auto links und rechts. Auch dazu habe ich unsere Unternehmer befragt. Wie nehmen sie Risiko wahr? Und wieder drei Fragen. Es geht um riskante Entscheidungen. Es geht darum, habe ich die Informationen, die ich benötige, um riskante Entscheidungen zu treffen. Es geht darum, welche Annahmen ich für zukünftige Entwicklungen heranziehe, sind die richtig oder nicht? Und es geht darum, wenn die Annahmen nicht richtig sind, ist der eintretende Schaden größer oder kleiner als erwartet? Diese Fragen sollten die Risikowahrnehmung umschreiben. Das Ergebnis war, 75% finden sich gut informiert, 70% der Unternehmer haben ein relativ gutes Gefühl bezüglich ihrer Annahmen und wenn der tägliche und der tatsächliche Schaden, wenn die Annahmen einmal nicht eintreffen, wird bei 65% als kleiner als erwartet gesehen, was ja auch nicht so schlecht ist. Und wenn man das mit einem Wort umreißen sollte, dieses Szenario, dann würde ich sagen Umsicht. Wir haben sehr umsichtige Unternehmer. Kommen wir zum dritten Punkt, Risikoverhalten. Wie verhalten sich die Unternehmer? Ich habe gerade ein Zeichen bekommen, dass ich ein bisschen Gas geben soll. Wieder drei Fragen an die Unternehmer. Bei riskanten Entscheidungen hole ich mir die Meinung anderer ein. Das heißt, hole ich mir von extern Hilfe?
Wenn ich riskante Entscheidungen treffe, weiß ich, welches Ziel ich verfolge. Wäge ich alle Alternativen ab, beziehungsweise bin ich mir auch klar, welchen Nutzen diese Entscheidungen treffen. Zu den Ergebnissen. Die Meinung anderer holen sich 85% der Unternehmer ein. Riskante Entscheidungen, immer ein klares Ziel für riskante Entscheidungen haben 90% der Unternehmer. 80% versuchen, alle Alternativen abzuwägen. Und über den Nutzen, interessanterweise, wissen schon ein bisschen weniger, nämlich nur 65% der Unternehmer Bescheid. Und darum das Bild mit dem Feldstecher. Mein Vorschlag wäre, das mit dem Wort Weitsicht zu beschreiben. Wir haben sehr weitsichtige Unternehmer. Sie fragen nach Hilfe und so weiter. So, jetzt bringen wir das Ganze mal zusammen. Sie erinnern sich an die Folie von vorher, wo wir gesagt haben, es ist doch einiges Risikopotenzial da. Jetzt, wenn wir jetzt die Vorsicht, Umsicht und weitsichtige Einstellung unserer Unternehmer dazu nimmt, welches Bild steigt da in Ihnen auf? In mir war es das. Ich meine, wenn man das beabsichtigt hat, super, Gratulation. Die Frage ist, hat man es beabsichtigt, ja oder nein? Ich meine, es ist, die Zielerreichung ist relativ, sagen wir mal, moderat von den Unternehmern eingeschätzt. Die Ungewissheit relativ hoch, das ist die Frage, erreichen unsere Manager, unsere Unternehmer die Ziele? Managen wir die Unsicherheitsfaktoren entsprechend? Oder sind wir gar zu vorsichtig, zu wenig risikofreudig? Das sind die Fragen, die bei diesen Ergebnissen bei mir hochgekommen sind. Und wenn man das jetzt in einen breiteren Kontext stellt und an den Herrn Androsch vielleicht anschließt, Österreich in der Durchschnittsfalle. Wieder unser Dr. Leitl. Trends nach unten. Es gibt einige Trends, den World Competitiveness Report, Einkaufsmanager Index zum Beispiel, Bildungsrankings. Auch da geht es runter. Der Herr Anders hat das Wochenende mit den Worten, da wird man ja narrisch bezeichnet. Da stimme ich in gewisser Weise zu. Da stellt sich für mich die Frage, sind unsere Ziele ambitioniert genug? Beziehungsweise sind wir vielleicht zu wenig risikofreundig, um mit diesen Anforderungen, die auf uns zukommen, zurechtzukommen. Das kann ich aus dieser Studie nicht ableiten, aber zumindest weiß ich, was ich in den nächsten Monaten und Jahren tue. Es ist für mich genug Stoff, um weitere Studien aufzusetzen, um diese Fragen auch zu erörtern, weil ich finde, es ist recht spannend, diese Fragen eingehend zu betrachten. Gut, man sieht aber auch, unsere Unternehmer haben einiges an Hausaufgaben zu machen. Hausaufgaben, ja. Wie gehen wir das an? Sie erinnern sich, in erster Linie sind das interne, unternehmensinterne und Kundenanforderungen, die das Risiko treiben, aber auch natürlich das Potenzial für Chancen bergen. Jetzt ist die Firma ein Unternehmen relativ komplex. Was mir hilft, ist dieses Bild, was Sie sehen. Es ist die vier Säulen: Strategie, Strukturen, Prozesse und Mitarbeiter. Wenn ich ein Unternehmen in diese vier Säulen teile, fällt es mir viel leichter, einen Zugang zu finden für die Probleme des Unternehmens, wissend, dass alle diese vier Säulen miteinander interagieren. Das heißt, wenn ich eine Veränderung bei den Strukturen mache, muss ich auch meine Mitarbeiter schulen. Wenn ich meine Strategien ändere, muss ich möglicherweise Prozesse verändern. Das heißt, die hängen alle miteinander zusammen. Das macht es nicht einfacher, aber es ist für mich ein Weg, relativ einfach mit der Komplexität in einer Firma umzugehen. Ja? Man sieht das auch in der Gründungsberatung zum Beispiel. Wenn wir mit einem Gründer sprechen, da ist sich dessen voll bewusst, weil der baut das nämlich gerade auf. Der muss sich mit denen aktiv auseinandersetzen. Auf der anderen Seite, auch in der Sanierungsberatung, kriegt man ein ganz klares Bild davon, warum das nicht funktioniert hat. Da sieht man ganz klar die Probleme, die da auftauchen in diesem System. Und für mich war es zum Beispiel ganz spannend, wie ich meine Positionierung festgelegt, mein Marketingkonzept gemacht habe. Bin daheim gesessen, ich habe daran gearbeitet,
ich habe Stunden investiert, ich habe Bücher gewälzt, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich komme nicht weiter. Das Telefon klingelt, Kundentermin, irgendwie habe ich mich nicht darauf fokussiert und es ist nichts weitergegangen. Bis ich irgendwann einmal gesagt habe, so, ich hole mir jetzt Hilfe, ich gehe zu einem Kollegen. Ich bin zwar selbst Unternehmensberater, bin aber dann eigentlich zu einem anderen Unternehmensberater gegangen, nämlich einem Marketing-Experten, der mir geholfen hat, mein Marketingkonzept auf Schiene zu bringen. Der hat nichts anderes gemacht, wie in meinen Kopf Struktur reingebracht. Da war vorher ein Tsunami an Gedanken drinnen und der hat nichts anderes gemacht, wie Struktur reingebracht. Das hat mir sehr stark geholfen. Und was ich zum Beispiel daraus ableite, ist, dass es unseren Unternehmen auch so geht. Das ergibt sich auch aus den Interviews, die ich geführt habe. Die Unternehmer wissen im Prinzip ziemlich genau, wo ihre Probleme sind. Sie wissen auch ziemlich genau, wie man sie lösen kann. Nur sie tun es nicht, weil sie im Tagesgeschäft feststecken, eh schon 16 Stunden lang arbeiten in ihrem Unternehmen und einfach sie die Zeit nicht nehmen. Ja? Das heißt, der Auftrag ist mehr oder weniger, die Hausaufgabe ist, Zeit nehmen, die Probleme zu analysieren, Lösungen zu finden und diese Lösungen auch zu implementieren. Ja? Damit kommen wir eigentlich dann wieder zurück zur Eingangsfrage. Ist Unternehmensführung wirklich ein Glücksspiel? Wenn ich mir die ganze Studie so vor Augen führe, dann kann ich durchaus sagen, ja, sie ist zum Teil ein Glücksspiel. Es wird immer eine Restungewissheit bleiben, die birgt aber auch Chancen. Was man aber auch sagen kann, ist, dass der Unternehmer eigentlich im Driving Seat sitzt und gemeinsam mit seinen Mitarbeitern die Probleme lösen und implementieren kann und damit die Chancen aus diesem Risiko heben kann. Das sind die Hausaufgaben für die nächste Zukunft, wie ich es aus der Studie ableite.